Der Witchy Talk am Montag. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Heute geht es um die Thematik Triggerobjekte und was das ist. Ich habe auch einige hier, um euch zu zeigen, was dies alles sein kann. Triggerobjekte, wie sie eben halt schon heißen, triggern natürlich irgendwas. Und sind Objekte. Und zwar kommt es auch darauf an, für was man diese Triggerobjekte verwendet. Jetzt hier in unserem magischen Bereich ist es einfach zur Kontaktaufnahme, gerade wenn es um die Ahnen geht, bekommt man natürlich einen besseren Kontakt, wenn man ein solches Objekt hat, was die Person ihr Leben lang bei sich getragen hat, wo sich die Energie einfach schon festgesetzt hat. Und das möchte ich euch einfach zeigen, was es sein kann. Wir gehen hier einige Generationen meiner Familie mutterlicherseits weit zurück. Zum Beispiel kann dies auch ein Ring sein, ja? Das ist ein Y. Das hat der Familie meiner Oma mütterlicherseits gehört. Und hier, wenn ich das richtig sehe, ist ein Rosenquarz angeklebt an einem Ring. Da geht schon die Beschichtung weg. Das wären natürlich auch Ringe jeder Art, Triggerobjekte. Das hier hat meine Oma gehört. Das hat sie viel getragen als Kette. Diese Sachen habe ich. Dann kommen wir doch ein bisschen näher ran an meine Vergangenheit. Und zwar Sachen von meinem Opa. Hier eine kleine Handziehharmonika, made in Germany. Die ist richtig, richtig winzig. Ganz klein. Ich muss sagen, ich bin stolz, dass ich solche Erinnerungen besitzen kann und darf. Dann hat mein Opa das hier von meiner Oma bekommen, als er im Krieg war, hat gedient. Das ist so ein Täschchen, da steht drauf, Gott schütze dich, und drin ist, jetzt muss ich mal schauen, ich nehme mal an, irgendein Heiliger oder so, und hinten, das müsste die Mutter Maria sein, kann ich jetzt nicht genau sagen. Sieht man das? Und hinten? Das war dann war einfach so hier drin gesteckt. So, das ist das, was rausgeguckt hat. Und dann war hier noch von einem Rosenkranz das Kreuz mit dem Jesus drauf mit drin. Und das hat er so durch den Krieg getragen und es hat ihn auch beschützt. Er ist sehr alt geworden. Ein Triggerobjekt kann auch ein Foto sein. Das ist mein Opa, als er in die Schule gekommen ist. Erste Klasse. Dann kann ein Triggerobjekt auch ein alter Führerschein sein. Der ist von... Müsste das drin stehen? Das ist geboren.
geboren, von 1968, vom 18. Juni 1968, ist hier dieser Führerschein. Das ist noch ein Lappen, wie man damals auch gesagt hat. Es fühlt sich ledrig an. Es ist kein richtiges Papier. Man kann auch alles Gedruckte einfach noch wunderbar sehen. Hier ist nichts kaputt gegangen oder so. Ja. Dann habe ich hier, das hat auch mein Opa gehört, so ein Flachmann kann ein Triggerobjekt sein. Dann als Beispiel natürlich auch von Kindern Spielzeug, das ist von mir noch. Ich bin stolz drauf, auch das hier noch zu haben aus der Kindheit. Natürlich kann das auch ein Etui sein mit Fotos. Da wird zum einen das Etui Trigger plus die ganzen Fotos. Das hat man damals so gehabt, wo die Fotos dann alle drin sind. Da hat man dann einen verstärkten. Das ist, da ist meine Mama jung. Und Babybilder sind auch drin. Also ich denke, das hatte man einfach dabei gehabt, um zu zeigen, hier, das ist so meine Familie. Ja, aber auch Kleidung kann ein Triggerobjekt sein. Der Pulli hat meiner Mutter mal gehört. Irgendwann habe ich den übernommen und angezogen. Jetzt ist er in der Ahnenkiste. Ja, diese Triggerobjekte, wie gesagt, einfach nutzen, um gewissen Kontakt herstellen zu. Gleich stelle ich hier keinen Kontakt mit mir her, ich wollte es nur zeigen. Zur Demonstration einfach. Die verschiedensten Dinge, wenn man einfach gerade auch mit den Ahnen arbeiten möchte. Da kann man dies auch gut benutzen. Das sind Triggerobjekte. Objekte, ja, dazu zählt auch Kleidung, alles, wo Energien von dem Besitzer hin übertragen werden. Man könnte es, wenn man es ganz genau nimmt, auch sagen, die Kloschüssel wäre ein Triggerobjekt. Die wurde oft benutzt, 70 Jahre lang vielleicht von der gleichen Person, und dann ist die Energie einfach drin. Es sind Objekte, die mit Energien behaftet sind. Von Menschen, die gelebt haben, mit denen man speziell Kontakt haben möchte, zur Ahnenarbeit, oder wenn man jetzt Ouija macht, ist das natürlich auch hilfreich. Da ist, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man auch wirklich diese Person, die man ruft, auch bekommt, viel höher. Ja, bei Ouija-Sitzungen ist ja immer so eine Sache, Seance und so. Man öffnet da eine Tür und es kann alles durch. Ja? Ob das letztendlich die Person ist, die man gerufen hat, ist nicht sicher. Man kann auch verkackeiert werden. Ja? Deswegen ist dann auch wichtig, einfach immer Testfragen, die wirklich nur die Person kennen kann, zu stellen. Ja, Thema Triggerobjekte in der Magie. Dann sehen wir uns auch schon wieder an einem anderen Montag. Was habt ihr so für Triggerobjekte? Habt ihr noch von der Ur-Ur-Oma oder sogar Ur-Ur-Ur-Oma, Großeltern, Gegenstände? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.